Hallo und herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Video. Ich zeige euch nämlich, wie viel ich in einer Woche so ausgebe. Aber das Ganze mache ich nicht alleine, sondern gemeinsam mit drei weiteren YouTuberinnen. Nämlich mit Lena Fred, die gemeinsam mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Berlin in einer Wohnung lebt. Mit Amy, die vor einem Jahr ausgezogen ist von zu Hause und sich jetzt mit ihrem Freund in ihrer neuen Wohnung einrichtet. Und auch Svenja vom Kanal Fräulein Öko ist dabei. Die ist gerade mit ihrem Freund mit dem Campervan in Schweden unterwegs. Und die meisten von euch kennen mich ja und ich komme aus Österreich und baue gerade mit meinem Freund ein Haus. Also unsere Lebensumstände könnten sich fast nicht mehr unterscheiden. Und auch die drei haben die Kamera eine Woche lang mitgenommen und dokumentiert, wie viel sie in einer Woche ausgeben. Unsere Kanäle drehen sich alle um Minimalismus und Nachhaltigkeit und so weiter. Also schaut unbedingt auch bei den Videos von den drei Mädels vorbei. Ich verlinke euch alles in der Infobox. Und ich hätte gesagt, wir beginnen mit dem Video. Nur als kleiner Hinweis, in Österreich ist alles etwas teurer als in Deutschland. Also falls sich die Lebensmittelpreise und so weiter sehr unterscheiden, dann ist das, weil ich in Österreich wohne. Aber wir werden sehen, was ich in einer Woche so ausgebe. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Es ist Tag 1 und es ist Montag. Ich freue mich, dass ihr mich begleitet diese Woche. Und ich weiß schon, was ich heute bestimmt kaufen werde, nämlich etwas zu essen, weil ich mir nichts fürs Mittagessen vorbereitet habe, sondern nur zum Frühstück. Und ich fahre jetzt ins Büro und da brauche ich natürlich auch was zu essen. Aber wir werden sehen, was es wird und wie viel ich dafür ausgebe. Das Frühstück habe ich, wie gesagt, von zu Hause mitgenommen. Also dafür habe ich mal nichts bezahlt. Das war einfach so Chia-Pudding mit Joghurt und selbstgemachtem Granola und Früchten. Und zum Mittag habe ich mir dann einen vegetarischen Dürüm geholt. Der hat mit Trinkgeld 5 Euro gekostet. Ich bin zurück zu Hause und notiere mir in meinem schlauen Buch alles, was ich ausgebe diese Woche, damit ich auch nichts vergesse. Und heute war es tatsächlich nur das Mittagessen und das hat 5 Euro gekostet. Also ich habe heute wirklich nur 5 Euro für diesen vegetarischen Dürüm ausgegeben. Morgen werde ich einkaufen, also morgen wird es ein bisschen mehr vermutlich, denn morgen ist Bauernmarkt und da möchte ich mein Obst und Gemüse für diese Woche kaufen. Aber wir werden sehen, was ich dann morgen an Geld für diesen Einkauf ausgebe. Guten Morgen, es ist Dienstag, ich bin gerade am Weg in die Arbeit und ich habe heute mein eigenes Mittagessen mitgenommen. Das heißt, dafür brauche ich schon mal kein Geld, aber ich mache heute meinen Wocheneinkauf und gehe zum Bauernmarkt. Das heißt, da brauche ich sicher einiges an Geld und wir sind danach beim Bauernmarkt. Ich bin jetzt zu Hause und wie schon erwähnt, war ich nach der Arbeit noch beim Bauernmarkt und habe dort ein bisschen Obst und Gemüse gekauft und danach war ich noch in einem Supermarkt und habe da auch noch ein paar Dinge wie Käse, Kokosjoghurt, ein paar Süßigkeiten und so weiter gekauft. Und ich zeige euch mal alles, was ich gekauft habe und dann, wie viel ich ausgegeben habe. Ich werde bestimmt nochmal diese Woche irgendwas an Lebensmitteln kaufen, zum Beispiel Brot. Das habe ich jetzt nicht gekauft, weil wir noch ein Stück da haben. Und bevor das nicht weg ist, kaufe ich kein neues, weil ich das lieber gern frisch kaufe. Und das ist ja auch sinnvoller. Also ich werde bestimmt noch einmal einkaufen gehen diese Woche. Bauernmarkt ist natürlich etwas teurer als im Supermarkt, aber ich finde, die Qualität steht für sich und der Geschmack. Also das kann auch natürlich ein bisschen teurer sein und dafür schmeckt es besser und man weiß, wo es herkommt, mehr oder weniger. Und es ist hoffentlich besser als das, was es im Supermarkt gibt. Und so unterstützt man natürlich auch Regionalität und Saisonalität. Einmal habe ich eine Schale Brombeeren gekauft, da habe ich schon viele davon gegessen. Dann eine Aubergine, eine Zucchini, eine Feldgurke, dann Paprika. Ihr habt ja letztens beim Food Diary schon gesehen, dass ich violette Paprika gekauft habe und die sehen so aus, die gibt es bei dem Bauernmarkt. Ich habe die das erste Mal bei einer Freundin von mir gesehen, die aus der Südsteiermark kommt und da wachsen die. Ein Kilo Zwiebel, so gemischt, rote und normale. Dann noch ein Sack voll mit Tomaten, das ist ein Kilo Tomaten, so längliche, die sahen richtig cool aus, deswegen habe ich die mitgenommen. Und dann noch ein Kilo von diesen Cherry-Tomaten.
Die waren sehr teuer, denn ein Kilo hat da 9 Euro gekostet und ich dachte mir schon, ich wurde über den Tisch gezogen, aber im Supermarkt sind sie auch nicht viel günstiger, habe ich dann im Endeffekt gesehen. Ich habe da auch immer eine Schale außerhalb vom Kühlschrank stehen, neben dem Obst, weil wir die einfach dann den ganzen Tag so snacken. Und dann noch eine Tüte voll mit Marillen. Die sehen zwar schon ein bisschen angeschlagen aus, also da war anscheinend mal Hagel da, dafür waren sie günstiger und sie schmecken extrem gut. Also die braunen Stellen, die kann man ja weglassen, aber sie schmecken richtig gut. Das ist ein halbes Kilo, habe ich das gesagt? Ja, ein halbes Kilo. Das und die Brombeeren, also das Obst hat 4,50 Euro gekostet. Der Rest ohne diese Cherry-Tomaten hat 12 Euro gekostet. Die haben 9 Euro gekostet und dann war ich nachher noch bei Penny und habe dort eingekauft. Da habe ich einmal solche Dinkel-Hörnchen-Nudeln gekauft. Dann Bananen, weil Bananen sind immer praktisch für Bowls, Smoothies, Frühstück und so weiter. Joghurtte. Einen Haferdrink. Einmal Käse und einmal Kokosjoghurt und diese Katjes Wunderland Sauer Einhorn-Dinger. Die haben mich irgendwie angelacht und sind sauer. Und mir rinnt schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich die nur anschaue. Und das alles hat 11 Euro irgendwas gekostet. Das hat 11,69 Euro gekostet. Das sind jetzt in Summe 37,19 Euro für Lebensmittel am Dienstag, am Tag 2. Das ist natürlich für zwei Personen, also für meinen Freund und mich und nicht nur für mich alleine. Also ja, man könnte es theoretisch durch zwei zählen, aber ich glaube, ich werde mehr davon essen, weil ich mir meistens auch für die Arbeit was zu essen mache und er holt sich meistens was, wenn er arbeiten geht, zu essen. Das war der Dienstag. Ich glaube, ich werde heute kein Geld mehr ausgeben, außer wir machen noch unverhofft irgendwas, wo wir Geld brauchen, aber ich glaube nicht. Sonst sage ich es euch und ansonsten sehen wir uns morgen. Am Abend war ich dann noch bei einem Fitnesstraining. Da gehe ich jede Woche hin und da zahle ich pro Saison einen Beitrag und umgerechnet zahle ich da ungefähr 5 bis 10 Euro pro Monat. Also richtig wenig, aber es macht richtig Spaß und ist eine gute Alternative zum Fitnessstudio. Guten Morgen, es ist Mittwoch, also Tag Nummer 3 und es ist noch recht früh, es ist gerade mal 7:30 und ich habe schon Geld ausgegeben. Ich bin heute im Homeoffice und da mir somit ein bisschen Fahrzeit erspart bleibt, die ich sonst brauche, wenn ich ins Büro fahre, habe ich den Tag schon genutzt und war eine Runde wandern, deswegen das Sportoutfit und habe dann auf dem Heimweg gleich Gebäck geholt und ein Brot. Ich habe ja gestern gesagt, dass ich noch kein Brot gekauft habe, weil ich das frisch kaufen möchte und wir haben eigentlich gestern fast das ganze Brot aufgegessen, deswegen habe ich jetzt frisches gekauft. Nämlich einmal ein super leckeres Holzofenbrot, ein Kürbiskernweckerl und zwei Semmeln und dafür habe ich 7,20 Euro bezahlt. Und beim Wandern habe ich auch ein paar Kräuter beim Gehen mitgenommen und aus diesem da mache ich mir einen Kräuteraufstrich heute. Also, das war quasi gratis. Ich habe noch einen Topfen zu Hause, also Quark. Und damit werde ich heute einen Aufstrich machen. Falls euch das interessiert, ich habe schon mal in einem Vlog über das Ganze gesprochen. Und vielleicht mache ich auch mal ein Video dazu. Schreibt es mal in die Kommentare, ob euch das interessieren wird. Ich glaube, dass das heute die letzte Ausgabe sein wird, aber wir werden noch sehen. Ich weiß noch nicht, was wir heute Abend vorhaben. Aber bis jetzt mal an Tag 3 7,20 Euro. Am Abend habe ich dann nur noch ein E-Book gelesen, das ich bei der Stadtbibliothek ausgeliehen habe. Und für die Bibliothek zahle ich 15 Euro pro Jahr und kann so viele Bücher ausleihen, wie ich möchte. Und auch die Online-Bibliothek ist da dabei. Wundert euch nicht, warum ich so aussehe. Ich bin leicht orange im Gesicht. Ich war gerade auf der Baustelle.
Dementsprechend sehe ich auch aus. Und es ist mittlerweile schon Freitag und ich habe gestern kein Geld ausgegeben. Das heißt, Donnerstag 0 Euro. Aber dafür heute, ich kann mich fast nicht ernst nehmen, wenn ich so aussehe. Aber dafür heute. Ich war nämlich bei DM und habe mir eine Wimperntusche gekauft, weil die leer war. Und die hätte eigentlich 3,95 Euro gekostet, hat aber nichts gekostet, weil ich noch solche Payback-Punkte zum Einlösen hatte. Und deshalb hat die also 0 Euro gekostet. Und ich habe noch ein Geschenk gebraucht, weil morgen ist die Taufe von meiner Nichte und ich habe 50 Euro Gutschein von DM gekauft, weil ich finde das immer sehr schwierig, vor allem bei Taufen. Das Kind kann noch nicht wirklich mit irgendwas was anfangen und normalerweise schenke ich gerne Erlebnisgutscheine oder irgendwas zum Essen und so weiter. Und ich glaube, DM-Gutschein ist immer gut für Windeln und so weiter. Deswegen 50 Euro, also das ist keine normale Ausgabe, sondern eher eine Sonderausgabe. Und ich glaube, das waren die Ausgaben für heute. Also 50 Euro. Ja, 50 Euro für Freitag. Es ist Samstag und ich bin im Dirndl bzw. im Trachtenrock. Was für ein Klischee. Die Österreicherin muss natürlich im Dirndl unterwegs sein. Und ich schwitze wie Sau, denn es hat gefühlt 1000 Grad draußen. Und ich komme gerade von der Taufe, beziehungsweise zuerst waren wir bei einer Feier, dann bei der Taufe und jetzt gehen wir zu noch einer Feier. Also sehr viel Programm an diesem Samstag. Und ich habe 15 Euro ausgegeben, denn am Vormittag waren wir bei einer Feier. Da hat es Essen und Trinken gegeben und gegen eine freiwillige Spende. Und den Großteil hat Christian bezahlt und ich habe dann noch 15 Euro draufgelegt. Und ja, das war unsere freiwillige Spende, also 15 Euro für heute. Ich weiß noch nicht, ob ich mehr ausgebe, ich glaube nicht. Also wir gehen jetzt noch zu der anderen Feier. Und ja, das ist so der Stand der Dinge. Und ich glaube, ich muss meine Haare jetzt zu einem Pferdeschwanz binden, denn sonst schwitze ich noch mehr, als ich eh schon schwitze. Und Fun Fact, dieser Rock, also der dunkelblaue, das war mein erstes Video auf diesem Kanal. Also ich habe ein Dirndl abgecycelt und habe den Rock draus genäht. Aber schaut es euch lieber nicht an, denn ich finde es ganz furchtbar und kann es mir fast nicht anschauen. Aber ich glaube, das ist eh normal so, dass man sein allererstes Video nicht anschauen kann. Ja, so viel dazu. Am Sonntag waren wir dann noch eine Runde spazieren und danach beim See schwimmen. Wir haben eine Saisonkarte, das heißt, wir haben keinen Eintritt bezahlt, aber hätten ohnehin nichts bezahlen müssen, da wir erst am Abend waren und da ist der Eintritt dann frei. So, die Woche ist jetzt vorbei und ich habe mir notiert, was ich alles ausgegeben habe und habe das auch schon ausgerechnet. Ich habe das meiste eigentlich für Lebensmittel und mein Geschenk ausgegeben, denn ich habe insgesamt in dieser Woche 114,39 Euro ausgegeben. Davon waren 49,39 Euro für Lebensmittel, 50 Euro für das Geschenk für die Taufe, also diesen Gutschein, und 15 Euro dann noch für diese Feier, also für diese freiwillige Spende. Und ich glaube, 114,39 Euro ist ein guter Schnitt, beziehungsweise ist sogar recht wenig, weil im Normalfall kommen auch oft noch Ausgaben fürs Haus dazu. Das war in dieser Woche ausnahmsweise mal nicht so, also es gab keine Ausgaben für das Haus und es gab auch sonst keine besonderen Ausgaben, also es gab kein Tanken, also ich tanke meistens einmal im Monat, weil ich das Auto für die Arbeit brauche und das war in diesem Fall auch nicht dabei und auch sonst waren keine sonderbaren Ausgaben, außer eben dieses Geschenk und die freiwillige Spende dabei. Das waren also die Ausgaben von meiner Woche. Schreibt unbedingt in die Kommentare, wie viel ihr so ungefähr in einer Woche ausgibt. Das würde mich auch sehr interessieren. Und schaut auch unbedingt bei den Videos von den anderen dreien vorbei. Auf die bin ich auch schon sehr gespannt. Also ich weiß bis jetzt noch nicht, wie viel sie in einer Woche ausgegeben haben. Und abonniert auch sehr gerne meinen Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft mir und dem Video immer sehr. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Das war also die... Herzlich willkommen bei meinem Kanal. Es geht um Sprachfehler. Meine Sprachfehler. Das waren also die Ausgaben. Es ist nicht so schwer. Aber wenn sie... Aber wir werden... Aber wir...
Hallo? Eine Woche lang muss ich so ausgeben. Ich kann nicht sprechen. Und ihr werdet hier sehr viele Versprecher hören und sehen. Hören. So. Abonniert gern für mehr Versprecher. Mit Amy, die auch hauptsächlich... Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich finde es immer cool, wenn Leute unter meinen Videos schreiben, dass sie meinen Dialekt sehr gern mögen. Wenn ich in meinem Dialekt sprechen würde, würdet ihr nichts verstehen. Danke fürs Zuschauen.